Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Neben mir die beiden Trainer Niko Kovac und Gerardo Seoane. Und wie immer hat der Gast das erste Wort zum Spiel. Ja, Gerardo, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Kurze Zusammenfassung. Ich glaube, wir sind ganz gut ins Spiel gekommen und dann ist uns das passiert, was uns in den letzten Wochen immer passiert. Wir machen einfach die Fehler, die sofort bestraft werden. Und die Anzahl der Fehler spiegelt auch dann letzten Endes das Ergebnis wider. Und von daher, wenn man so viele Fehler macht, kann man in der Bundesliga keine Spiele gewinnen. Und deswegen haben wir auch in der Höhe verdient verloren. Okay, vielen Dank, Gerardo. Ja, danke für die Glückwünsche. Kompliment meiner Mannschaft für eine disziplinierte Leistung mit einem großen Engagement, große Laufbereitschaft, auch die Zweikämpfe angenommen. Sehr gut umgeschaltet, sowohl mit den Flügelverteidigern, aber auch mit unseren zwei Spitzen. Immer wieder auch gute Umschaltsituationen kreiert. Ich denke, dass insgesamt der Sieg in Ordnung geht. Natürlich wissen wir, dass der Spielverlauf komplett für uns war, dass in schwierigen Momenten wir die Fehler sehr gut ausgenutzt haben und sehr effizient waren. Danke. Okay, vielen Dank. Gibt es Fragen an einen der Trainer? Christian Hornung in der zweiten Reihe für die Bild-Zeitung. Rocco Reitz hat heute sein erstes Bundesliga-Tor gemacht, hat gesagt, dass er sich damit einen Jugendtraum erfüllt hat. Ein Spieler, den vor Saisonbeginn, glaube ich, hier niemand auf dem Zettel hatte. Können Sie noch mal so ein bisschen seinen Weg beschreiben und wann Sie gemerkt haben, was in dem Jungen steckt und dass Sie ihm so vertrauen? Ja, natürlich freut uns das speziell, dass das ein Teil unseres Weges ist, auch junge Spieler zu integrieren. Ich glaube, dass die Erfahrung in den letzten Jahren Rocco extrem weitergebracht hat, dass er ausgeliehen wurde, dass er genügend Spielpraxis hatte. Das hat ihm gut getan. Dann finde ich, dass er sich stetig gesteigert hat, auch in der Vorbereitung, dass er uns eine sehr gute Energie auf dem Platz gibt, diese Bereitschaft, in die Duelle zu gehen, dass er sich jetzt noch mit einer Balleroberung und anschließendem Tor auch belohnt, freut uns alle extrem. Hier vorne in der ersten Reihe bitte. Nico, Marcel Schäfer hat gesagt, das war ein Debakel, es war eine große Enttäuschung, Katastrophe. Hast du eine Erklärung dafür, warum sich die Mannschaft so auseinander hat nehmen lassen angesichts des Kaders? Und was willst du jetzt diese Woche machen, obwohl die ganzen Nationalspieler ja weg sind? Na, ich gehe mal zur zweiten Frage erst einmal über. Also der Punkt ist der, klar, wir haben, glaube ich, 10 oder 12 Nationalspieler. Dementsprechend ist das Training in der nächsten Woche anders, als wenn alle da wären. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass der ein oder andere mal wegkommt und dort einfach mal auf andere Gedanken mit der Nationalmannschaft kommt. Zur ersten Frage, ja, dem gibt es ja nichts hinzuzufügen. Also wir müssen das ja jetzt nicht schönreden. Also der Punkt ist ja der, dass uns das, wie ich vorhin gesagt habe, schon seit 5, 6 Spieltagen verfolgt, dass wir einfach zu viele Fehler machen. Du kannst in der Bundesliga solche großen Fehler, ich rede ja nicht von kleinen Fehlern, von großen Fehlern, die kannst du nicht machen, nicht in der Fülle. Und wenn du das machst, dann wirst du, egal wo du spielst in der Bundesliga, ob in Gladbach oder in Stuttgart oder wo auch immer, wirst du bestraft. Und daran geht es. Es liegt, glaube ich, nicht in erster Linie an taktischen Sachen. Es liegt darin, dass wir einfach, ja, ich kann sie noch gerne mal aufzählen, die Tore, aber das ist, glaube ich, müßig. Die Gladbacher haben sie erzielt, aber wir haben sie mit vorbereitet. Also ich glaube nicht, dass das in erster Linie die Gladbacher die Tore vorbereitet haben, sondern wir haben sie vorbereitet und die Gladbacher haben es eben nur zu Ende fahren müssen. Carsten Kellermann für die Rheinische Post. Herr Seoane, Sie haben Ihre Doppelspitze schon angesprochen. Thomas Schanschara hat heute, glaube ich, für ihn ein sehr wichtiges Tor gemacht. Alassane Player war für mich so die Triebfeder des Ganzen, ist vorne viel gelaufen, war an den wichtigen Aktionen beteiligt. Können Sie zu beider Leistung ein bisschen was sagen? Ja, ich finde, dass Thomas immer auch eine Gefahr mit seiner Schnelligkeit war, dass er gute Laufwege gezeigt hat. Immer noch das ein oder andere Mal zu fest im Körperkontakt war gegen robuste Verteidiger, hat er ein bisschen Schwierigkeiten, sich da zu behaupten, aber ist nicht seine Kernkompetenz. Darum war auch gut, wenn er so die Räume ein bisschen gesucht hat, sich ein bisschen entfernt hat. Ja, und Lasso hat mit seinem Instinkt immer wieder gute Räume bespielt, hat Überzahl kreiert, hat immer mal eine gute Verlagerung aus einer fast
aussichtslosen Situation gebracht, wo uns ein bisschen aus der Umklammerung auch gelöst hat. Ich glaube, es war wichtig, dass diese zwei Spieler viele Ballkontakt haben. Das ist uns relativ gut gelungen, vor allem auch in der ersten Halbzeit. Okay, der Kollege in der zweiten Reihe. Ja, Herr Kovac, die ersten Halbzeiten Ihrer Mannschaft waren ja meistens die besseren bisher in dieser Saison. Heute hat die Mannschaft zur Pause 0-2 hinten gelegen. War es eine laute Kabinenansprache? Nein, also ich habe ja gerade eben gesagt, ich finde, wir haben die ersten 10, 15 Minuten war es ordentlich, war es soweit okay. Mit dem ersten Treffer, mit dem ersten Schuss, gerade mir natürlich in Rückstand. Die Ansprache war überhaupt nicht laut, weil es bringt ja jetzt nichts, dass man dort den einen oder anderen oder die Mannschaft jetzt in den Senkel stellt. Wir wissen ganz genau, dass wir im Moment nicht gut drauf sind beziehungsweise keine Punkte erzielen. Und dann bedarf es auch nicht jetzt noch irgendwie jemanden wie mich, der dort nochmal mit dem Dampfhammer draufhaut. Also im Grunde genommen müssen wir jetzt zusehen, dass wir die Spieler schon auch irgendwo anders anpacken. Ja, weil die Verunsicherung ist nach 5 Spielen sicherlich schon da. Also man kann es ja jetzt nicht von der Hand weisen. Aber es geht wie immer im Leben. Da gibt es mal Höhen, gibt es mal Tiefen. Jetzt im Moment ist es ein Tief und wir müssen alle zusehen, dass wir es gemeinsam schaffen, dass wir dort wieder sonnige Tage sehen. Nochmal Carsten Kellermann. Es war eine 0 gespielt, sehr effektiv nach vorne gespielt, als Mannschaft sehr kompakt gestanden gegen den Ball. War das ein ganz wichtiger Schritt vielleicht auch in Ihrer Arbeit, in diesem Prozess, in dem sich Ihre Mannschaft befindet, ein Spiel dann auch so durchzuziehen und so nach Hause zu bringen? Klar, also Resultate unterstützen immer. Resultate geben auch Vertrauen in die ganze Arbeit, sowohl ja, im Staff, in Verbindung mit den Spielern, auch für die Spieler. Auch für die Zuschauer, die auch in schwierigen Momenten immer zu uns gehalten haben und jetzt auch heute uns extrem unterstützt haben. Also Resultate helfen. Wir sehen natürlich auch, was dahinter passiert. Ich finde, dass in den letzten Wochen, vor allem nach dem Derby-Spiel in Köln, dass da eine extreme Reaktion stattgefunden hat im Team. Punkto Energie, Kommunikation, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, dass die Mannschaft beginnt, gewisse Verantwortung auch in gewissen Prozessen zu übernehmen. Und das gefällt uns und das ist ein Weg, den wir weiterhin antreiben wollen, im Wissen, dass es selbstverständlich auch Rückschläge geben wird. Und wenn diese da sind, dass man dann zusammenhält und wieder nach vorne kommt. Ja, hier vorne bitte nochmal. Ich halte mir noch kurz. Nico, du glaubst, du hast mit der Mannschaft auch nach dem Spiel gesprochen in der Kabine. Kannst du uns ein bisschen verraten, was du den Spielern mitgegeben hast? Ja, eigentlich sind das Sachen, die ich dann doch schon gerne mit der Mannschaft nur alleine teilen möchte. Klar, wir können nicht sagen, alles war super. Die Jungs wissen, dass wir gemeinsam anders agieren müssen. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft, wie es auch Gerardo gerade gesagt hat, ja, man muss letzten Endes als Einheit auftreten und man muss miteinander kommunizieren auf dem Platz, denn nur dann kann man sich Laufwege sparen, nur dann kann man sich im Grunde genommen helfen, wo man dann ja, sehr viel weniger Schwierigkeiten hat, als wenn man eben weniger kommuniziert. Christian Hornung nochmal. Es gab ja in dieser Saison mehrfach Spiele, wo Vorsprünge nicht verteidigt werden konnten. Was hat Ihre Mannschaft jetzt dieses Mal besser gemacht, richtig gemacht? Die eine oder andere schlechte Erfahrung hilft natürlich immer, um Fortschritte zu machen. Ja, ich habe gespürt, dass in der schwierigen Phase vor allem die erfahrenen Spieler so gepusht haben. Es ist mir auch aufgefallen, dass so kurz nach dem Tor, das 3-0, war natürlich so ein kleiner Befreiungsschlag nach dieser Phase, wo Wolfsburg einige gute Torschüsse auch hatte, dass die Mannschaft selber auch auf dem Platz gewisse Sachen reguliert hat, dass man sich gegenseitig coacht, du musst ein bisschen schneller raus oder du musst schneller reinschieben, dass man einfach nicht zusieht oder zuschaut, was passiert, sondern dass man aktiv versucht zu intervenieren. Natürlich kann es auch schief gehen, weil der Gegner auch Qualität hat und auch einige gute Torschüsse auch gehabt hat. Aber hatte doch das Gefühl, dass man viel aktiver geblieben ist als am letzten Wochenende.
Und nochmal da in der Mitte die Frage. Ja, noch zwei Fragen an Herrn Kovac. Die erste, gab es einen besonderen Grund dafür, dass Matthias Warnberg nicht zum Einsatz gekommen ist heute? Und die zweite, wie haben Sie die etwas unglückliche Rückkehr von Kunkas jetzt heute wahrgenommen? Ja, bei Matthias war es so, dass er im letzten Spiel auch früh raus ist, weil er einen Schlag noch aus dem Training auf der Rippe hatte, sodass er schon auch Atemprobleme hatte. Das war mit der entscheidende Grund, warum ich ihn habe heute draußen gelassen. Ansonsten, ja gut, letzten Endes muss man nicht großartig über die beiden Tore, die wir da kassiert haben, diskutieren. Ich glaube, es ist für jeden klar und ersichtlich, dass das schon auf die Kappe vom Torhüter geht. Nur das passiert, ja, das heute. Aber ich kann Ihnen garantieren, wenn er dann gesund von der Nationalmannschaft zurückkommt, wird er auch wieder stehen, also im Tor in dem Fall. Alles klar. Ah, Carsten Kellermann hat noch eine Frage. Ja, auf der anderen Seite Moritz Nikolas, die Null gehalten, zu Null gespielt. Wie wichtig ist das auch für ihn als Fortgang in seiner Karriere? Er ist ja immer noch quasi als junger Torwart dabei, auch mit 26 noch. Gut, wir waren ja mit seinen Leistungen zufrieden, aber natürlich mal so zu Null zu spielen, ist nochmal was Spezielles für einen Torhüter und seinen Coach natürlich und das ganze Torhüterteam. Und das Spiel hat sich extrem gefreut. Im Vordergrund steht immer das Resultat, die Punkte. Und das sind so Nebenerscheinungen, die natürlich wichtig sind und auch nicht nur für den Torhüter, sondern für das ganze Defensivkonzept des Teams, dass wir nicht nur kein Tor bekommen haben, aber nicht extrem viele klare Torchancen zugelassen haben. Dass man was zulässt, ist normal, aber dass man eigentlich punkto taktischem Verhalten etc., dass man viel, viel solider gestanden ist. Alles klar, dann danke an beide Trainer, danke für eure Fragen, schönen Abend noch, tschüss.